Hallo zusammen, hier spricht euer Matthias Reder zu einem weiteren Kurzvideo diesmal zum Thema flatex.at, euer Online-Broker des Vertrauens, wenn man so will. Und nachdem mir ein sehr guter Kunde von mir, der natürlich mein flatex-Video gesehen hat, darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei flatex.at nicht alles so gratis ist, wie ich das dargestellt habe, möchte ich dem natürlich kurz nachgehen in einem ergänzenden Video und euch ein paar Informationen geben, auf die ihr mich richtigerweise und da vielen, vielen Dank darauf aufmerksam gemacht habt. Nämlich den Punkt, dass bei flatex wirklich nicht alles gebührenfrei ist, sondern man sozusagen ein bisschen auf das Kleingedruckte achten muss. Für alle diejenigen, die ein flatex-Konto bereits besitzen, hier ist die Übersicht Konto, Depot, Handel etc. Kredit und ich würde empfehlen, hier bei der Post reinzusehen, weil in dem Post, sprich Dokumentenarchiv, speichert flatex alle allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle möglichen Dinge und auch natürlich die Kontoauszüge. Ja, also das ist ein ganz ein wichtiger Bereich hier, den ich mir zum Beispiel auch teilweise, vor allem was die Orders und sonstiges sagen, auch ausdrucke und dann separat ablege. Oder zumindest die PDF, die ich daraus generiere, separat abspeichere, so dass ich nicht immer für die Informationen, wenn ich etwas gekauft oder verkauft habe, auf flatex.at angewiesen bin. Weil es kann ja mal sein, dass das Portal gesperrt ist, dass das Wartungsgründe hat oder andere technische Hintergründe, warum ich nicht darauf zugreifen kann. Und dann habe ich auch alle meine Informationen per PDF bei mir zu Hause auf meinem Rechner liegen. Und mir geht es vor allem um die allgemeinen Geschäftsbedingungen, nämlich zu dem aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis. Und das machen wir uns da jetzt einfach auf. Da geht sogenanntes ein PDF auf. Ich werde das ein bisschen größer machen, damit man das besser sehen kann. Generell ist es ja so, dass flatex bzw. auch die Banken- und Versicherungsbranche immer ein so ein genanntes Gebühren- und Konditionsblatt hat, an das sie sich natürlich halten müssen. Und das darf man nicht so einfach ändern. Das heißt, es gibt da schon vom Konsumentenschutz gewisse Maßnahmen, die eben darauf abzielen, dass der Konsument geschützt ist, dass da nicht sofort zum Beispiel eine Kontoführungsgebühr verdreifacht werden darf und diese ganzen Sachen. Also da gibt es ganz, ganz klare Regeln. Aber der Kunde, der sehr nette Kunde, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass vor allem hier beim Konto und Depot, und zwar geht es um die Zinssätze. Üblicherweise werden ja Konten, Guthabenstände mit einem Habenzinssatz verzinst sozusagen, auf dem man dann natürlich auch Kapitalertragssteuer 25% zahlt. Und beim Sollzinssatz werden sozusagen diese, wenn man ins Minus geht, sozusagen Sollzinsen berechnet. Und hier haben wir aber nur generell Guthabenzinssätze, außer man hat bewilligte Kreditlinien, das geht natürlich auch. Und man hat zum Beispiel, da gibt es auch andere Varianten, dass man sein eigenes Depot belehnen kann und, aber auf das möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Er hat mich auf diesen Punkt aufmerksam gemacht. Ich habe, wie Sie vielleicht auch gesehen habt, 250 Euro Cash auf meinem Cash-Konto. Und dieses Guthaben wird derzeit mit dem aktuellen Minuszinssatz auf Einlagen bei der EZB mit minus 0,4% verzinst. Das heißt, muss ich kurz durchrechnen, was bedeutet das? Auf meine 250 Euro werden sozusagen per anno, also im Jahresende 0,4, genau 1 Euro an Minuszinsen oder Negativzinsen meinem Guthaben abgezogen. Das heißt, ich hätte dann nur 249. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja relativ wenig, aber es gibt natürlich auch Kunden, die haben da 10.000, 15.000, vielleicht auch 20.000 Euro auch kurzfristig geparkt, weil sie eine Ausschüttung bekommen, weil sie gerade Aktien verkauft haben und ein bisschen abwarten möchten, bevor sie wieder sich investieren. Also da ist mein Tipp an dieser Stelle ganz einfach, okay, wenn es wirklich eine größere Summe ist und man weiß nicht genau, wann ich wieder hineingehe in den Markt, in eine andere Aktie, in einen anderen ETF, dass ich mir das Geld vielleicht runterziehe, nämlich insofern auf mein Referenzkonto. Aber natürlich nur dann, wenn das Referenzkonto auch keine Minuszinsen aufweist. Generell kann man zum Beispiel sagen, also wenn Sie 1.000 Euro an Guthaben dort oben liegen hätten, das ganze Jahr, dann wäre sozusagen jedes Quartal 1 Euro fällig und Sie hätten dann am Jahresende 996 Euro übrig von den 1.000. Also, aber es kann natürlich bei größeren Beträgen auf jeden Fall
ins Gewicht fallen mit etlichen Euros. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Das heißt, wenn man vorhat, gleich die nächsten 2-3 Tage das Geld wieder zu verwenden, dann wird es wahrscheinlich kein Problem, weil für 2-3 Tage diese minus 0,4% gerechnet ergibt eigentlich einen sehr, sehr geringen Centwert. Aber wenn es größere Beträge sind, dann einfach aufs Referenzkonto zurück. Und eine zweite Thematik möchte ich auch mitgeben, und zwar sind es die sonstigen Preise. Bin ich gefragt worden, und zwar wegen den Ausschüttungen. Ja, ich habe ja auch meine 3 ETFs laufen einer tessorierend, das heißt, es ist eine Wiederveranlagung, das sehe ich nicht. Und 2 davon sind sogenannte Ausschüttende, wo ich halbjährlich Zinsen, Dividenden in Summe des gesamten ETFs ausbezahlt bekommen. Und da möchte ich auf Folgendes hinweisen. Ich gehe da jetzt einfach ein bisschen kurz durch. Man kann sich ja das dann nochmal durchlesen. Man muss wirklich kurz reinschauen für genau diese Thematik, die ich möchte. Ja? Also da kann man natürlich auch sagen, wenn ich Wertpapiere jetzt zum Beispiel übertrage, ja, der Eingang und intern ist kostenfrei, aber wenn ich zum Beispiel Wertpapiere wieder aus dem Flatex-Depot zum Beispiel auf meine Hausbank übertragen möchte, und zwar pro ISIN-Nummer werden hier 15,50 Euro verrechnet. Ja. Das darf ich vielleicht dazu sagen, das ist noch relativ günstig. Die Hausbank selbst verlangt hier ganz, ganz andere Spesensätze, die zum Beispiel auch weit über 50 Euro pro eigener einzelner Position sein können. Also da ist es noch relativ günstig. Was da dazu kommt, ist zum Beispiel, dass die Hausbank für das Gutschreiben auch wieder Spesen nimmt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich möchte auf das ganze Thema der Ausschüttungen gehen, Bezugsräte, wo war das, Geschwind, Provisionen, ja genau, so. Und zwar Kapitaltransaktionen. Und da geht es mir vor allem um Provisionen je Dividendenzahlung oder Provision je Ertragsausschüttung. Das heißt, nachdem ich jetzt nicht genau weiß, ob der jeweilige Ausschüttung in dem ETF-Fonds kostenfrei ist oder nicht, habe ich eine Anfrage an Flatex gestellt. Weil das für mich wichtig ist, wenn ich aus diesen 2 ETFs meine Ausschüttungen bekomme, ob die wirklich auch unter diesen Spesenpositionen fallen und damit kostenfrei, oder ist damit gemeint eine Dividendenauszahlung für einen Aktien-ISIN. Ja? Dann wären nämlich pro Dividendenauszahlung 5,90 Euro fällig. Und das ist natürlich schon etwas, wenn die Dividende einmal pro Jahr bezahlt wird und man hat zum Beispiel nur ein paar Stück von dieser Aktie und ich sage jetzt einmal, die Dividendenzahlung macht zum Beispiel 10 Euro aus, ja, dann wären 5,90 Euro für die Spesen abgezogen, dann hätte man nur mehr 4 Euro und 10 Cent von dieser Dividendenzahlung und das wäre natürlich nicht gut. Das heißt, ich halte da am Laufenden, weil das wichtig ist, ich gehe davon aus, dass es prinzipiell kostenfrei ist bei den ETFs, weil die ETFs das ja nicht als Dividende ausschütten, sondern es kann ja zum Beispiel auch sein, dass Zinserträge etc., also es wird ja dort in diesen ETF sämtliche Ertragspositionen gebündelt und dann einmal halbjährlich ausgeschüttet, egal ob das aus Dividenden, aus Zinserträgen oder sonstigen Erträgen kommt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es kostenfrei ist, aber wenn ich die Information habe, dann lasse ich euch das wissen. In diesem Sinne nochmals, trotzdem hat flatex.at meinen absoluten Vertrauen und aber immer der Hinweis, bitte schaut Preis- und Leistungsverzeichnis auch bei eurer Hausbank an. Ein kurzer Tipp von meiner Seite. Da kommt es immer wieder auch zu Gebühren, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Und da gebe ich euch einfach den Tipp, schaut euch die Gebühren von eurer Hausbank auch einmal an, was da alles inkludiert ist und was nicht. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.